Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben schon ehefrauengerecht in Rom den ersten Borgia-Turm niedergefackelt. Ja. Das interessiert mich jetzt nicht, aber und gehen jetzt mal zu unserem nächsten Missionspunkt. Und wollen Machiavelli zum nächsten Stall führen. Ja, für 0 Florin macht man das doch glatt. Ja, ein bisschen auf den Pferd reiten. Ja. Ezio! Hallo! Alter! Die Brücken und Tavernen nahe den Riona Ripa und Trastevere zu meiden. Die Guardia tut alles, wenn sie nur kann, aber nichts bewollt. Ja, wird mal was klarer, oder? Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Konfiszierung und Verbannung. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los! Holt zurück, was er euch stahl. Ein kleines Dach drin. Auch mal ganz nett zu abwechseln. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Aus dem Weg, du Penner. Kommt hierher zurück! Aus dem Weg, du Hirsch. Na,
Ihr macht einen großen Fehler! Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Wie weit ist denn der Niccolo? Ja, und wie es weitergeht, jetzt im nächsten Teil von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ciao!